Hier, diese kranke Welt, das muss man sich mal reinpfeifen. Leute, ich begrüße euch und das, was ihr gerade gesehen habt, ist genau das, also das Szenario, was ihr euch vorstellt, was niemals passieren darf. Es setzt tatsächlich ein LKW in Deutschland vor ein paar Tagen bei Kassel, war das an der A7, rückwärts wieder zurück auf die Autobahn. Die Situation ist in so vielen Punkten falsch. A, natürlich, man fährt nicht rückwärts auf die Autobahn und als LKW schon mal gar nicht. Zweitens, über den rechten Spiegel, er kann gar nicht richtig sehen, was da hinter ihm angeschossen kommt auf der Autobahn. Und drittens, hinter ihm ist noch ein LKW, aus dem die Situation gefilmt wird, der ihn natürlich auch die Sicht versperrt. Wir können eigentlich nur von Glück reden, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, denn zum Tatzeitpunkt war dort Baustelle, wie ihr gleich sehen könnt. Ich gehe jetzt erstmal mit euch in das Video rein, ihr schaut es euch vollständig an und danach sage ich euch nochmal meine Meinung dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fassungsloswerden. Hier, diese kranke Welt, das muss man sich mal reinpfeifen. Das muss man sich mal reinpfeifen. Nein. Der fährt rückwärts auf der Autobahn. Dieses Kranke. Fahr mal vor. Ich habe keinen Bock hier zu stehen. Das ist mir zu heiß. Das kannst du keinem anbieten, was dieser Typ da macht. Was ein Arsch. Alter, der ist lebensmüde, der Typ. Guck dir das doch mal an, was der macht. Der ist vollkommen krank. Der fährt brottrocken, der sieht nichts und fährt brottrocken auf die Autobahn drauf. Rückwärts auf die Autobahn. Rückwärts auf die rechte Spur von der Autobahn. Komm, fahr rechts an dem vorbei. Los. Los, fahr vorbei. Warte mal. Habt ihr jetzt noch einen Vogel oder was? Ja, Leute, also, es ist fraglich, warum der Mann, vermutlich aus Osteuropa, weil den LKW erkennt man daran. Leute, die auch selbst hinterm Steuer sind, wissen das auf den ersten Blick zu erkennen. Es ist sogar noch ein Beifahrer auf dem Beifahrersitz zu sehen. Also es ist in so vielen Punkten komplett falsch. Diese Ausfahrt, wenn du die falsche genommen hast, dann fährst du auf der anderen Seite wieder auf der Autobahn drauf, weil wo du runterfahren kannst, kannst du auch wieder drauf fahren. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, über den rechten Spiegel. Der Fahrer sieht den rückwärtigen Verkehr schon mal gar nicht. Also wir sind uns einig, dass man auf der Autobahn sowieso nicht zurücksetzt und rückwärts drauf fährt. Aber nur einfach mal, um das Detail durchzusprechen, über den rechten Spiegel. Er sieht nicht, was von hinten angerauscht kommt. Der Beifahrer, der aus dem Fenster guckt, der sieht auch nichts, weil der LKW, der das Ganze filmt, ihm die Sicht blockiert. Nochmal ganz kurz zu dem LKW, der das Ganze filmt, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es in den Kommentaren steht. Es handelt sich hier um ein Fahrschul-LKW. Der das Ganze filmt, ist der Fahrschullehrer. Auf dem Fahrersitz sitzt der Fahrschüler, der gleich den ersten und besten Eindruck bekommt, was auf der Straße manchmal so los ist. Ich glaube, der war selber so fassungslos, was da passiert. Mir wurde gesagt, es wurde Anzeige erstattet und es ist einfach eine Gefährdung sondergleichen und wir können so froh sein, dass da nichts weiteres passiert ist. Was ist eure Meinung dazu? Was veranlasst jemanden rückwärts auf die Autobahn zu fahren? Das würde ich nicht mal mit dem PKW machen. Wie kann man denn so hohl sein? Entschuldigt bitte, wie kann man so dumm sein?
sowas zu riskieren. Es ist der Wahnsinn, dass wir das mal gefilmt bekommen haben, ist beachtlich und gehört auf jeden Fall in mein YouTube-Archiv hier. Wenn ihr auch solche Clips habt, schickt sie mir an diese E-Mail-Adresse, dann reagiere ich da gerne mal drauf. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich bin jetzt echt gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Mich hat es wirklich fassungslos gemacht und wenn man sieht, wie dicht die LKWs daran vorbeirauschen. Wie gesagt, da ist gerade eine Baustelle, die LKWs sind langsamer. Aber die LKWs, die von hinten auch kommen, können ihn ja auch gar nicht richtig sehen, weil, wie gesagt, der Fahrschul-LKW ja da auch die Sicht blockiert. Also wirklich, 10 Kreuze in jedem Kalender dieser Erde, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Gar nicht auszudenken. Und ich sage euch meine persönliche Meinung, der LKW-Fahrer, der sowas macht, dem muss das bewusst sein. Und wer sowas macht, dem gehört die Fahrlizenz entzogen. Weil, wenn man Schaden anderer so leichtfertig in Kauf nimmt und einfach nur mal, weil man 5 Minuten Umweg dann fahren muss, sowas riskiert, der darf nicht mehr hinter einem Steuers eines, sagen wir, fangen wir klein an, PKW, groß, LKW. Schreibt mir eure Meinung. Ich bin dafür, dem seinen Führerschein sofort zu entziehen. Der hat hinter einem Steuer eines LKWs, die enorme Verantwortung mit sich bringt, nichts zu suchen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt. Gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch.